Hallo bei Nerdfan Medizin, Schwindel Part 2. Wir haben in Schwindel Moin. Part 1 mit dem Lars, der hier neben mir sitzt, den ihr hoffentlich jetzt schon kennt von Teil 1. In Teil 1 haben wir gehört, wie man sich einem Schwindelpatienten sinnvoll nähert, was man alles abklären muss. Das heißt, in Teil 1, wenn ihr ihn verpasst habt, unbedingt nochmal anschauen. Da geht es darum, eben sicher auszuschließen, dass nicht irgendwelche anderen Krankheiten den Schwindel hervorrufen, die wir auf keinen Fall übersehen sollten. Wenn wir jetzt, Lars, einen Patienten vor uns haben und wir haben, wie in Teil 1, ausgeschlossen, dass da irgendwelche anderen Ursachen da sind, sondern wir haben den puren Schwindel. Jetzt komme ich zu dir und sage, Lars, ich habe puren Schwindel. Puren Schwindel. Alles klar. Puren Schwindel. Lars, helf mir. Ja, gut. Also, wenn man sich jetzt löst von dem, was man mal früher so gelernt hat, mit diesem Drehen, Schwanken, Taumeln, lustigerweise aus einem 70er-Jahre-Paper stammt, was überhaupt nicht reflektiert, was wir so tagtäglich in der Notaufnahme machen, ja, sondern aus einer Schwindel-Spezialklinik, Klammer auf, wer arbeitet in der Schwindel-Spezialklinik? Freiwillig, SM, ich weiß es nicht. Klammer zu. Naja, wenn man das ausklammert einfach, dann gibt es einfach neue Konzepte, das vernünftig in die weiteren Untergruppierungen quasi einzuteilen. Und der ganz, ganz wichtige Faktor dabei ist dieses TT, Timing and Triggers. Ja? Das heißt also, auf der ersten Ebene ist es ein akut anhaltender Dauerschwindel oder reden wir über irgendetwas Episodisches? Also A anhaltend, E episodisch. Und diese beiden gibt es jetzt jeweilig noch in der Kombination getriggert oder spontan, also S oder T. Ja? Und unter diesen vier Untergruppierungen finden sich dann jeweils eine Handvoll von unterschiedlichen, ja, Differentialdiagnosen. Und ich denke, das macht Sinn, geistig das einmal nachzufragen und dann diese vier Blocks abzuarbeiten und dann weitere Untersuchungsmaßnahmen je nach Block selektiv anzustrengen und jetzt nicht irgendwie bei allen Patienten alles zu machen. Okay. Wollen wir die Blocks durchgehen? Das fände ich hervorragend. Wir blenden die, glaube ich, auch nochmal ein, Hört sich gut weil an. ich versuche mir in meinem Kopf jetzt das Ganze Ist schon vorzustellen. kompliziert. Ich meine, ich versuche es, also ist schon der Versuch, das ein bisschen zu simplifizieren, aber es bleibt ein mega kompliziertes Thema. Ja, Kann aber man nichts Lars, machen. weißt du, wenn es einfach wäre, wären wir keine Nerdfallmediziner, sondern nur irgendwelche Notfallmediziner. oder Quacksalber. Oder das. So bezeichne ich mich Genau. auch gerne. Also, okay, Lars, steigen wir ein in die vier Also Blocks. fangen wir mal an in den ersten. T getriggert, E episodisch. TEVS, ja, getriggert episodisch. Da gibt es im Grunde genommen zwei Erkrankungsbilder, die wir im Hinterkopf haben müssen. Das eine ist gutartiger Lagerungsschwindel, BPLS, benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Und das zweite ist orthostatisch bedingter Schwindel. Beide Sachen sind triggerbar, beide Sachen sind episodisch. Ja, beim gutartigen Lagerungsschwindel ist es so, dass du durch eine Kopfänderung, meistens oder erzählen die Patienten, also ich habe mich im Bett gedreht und so weiter, und dann fängt das an zu schwindeln. Dann hört es aber auch irgendwann wieder auf. Es ist also episodisch, von der Definition her 60 bis 90 Sekunden selbstlimitierend. Dann hört es wieder auf. Dann haben die nichts, die Patienten. Oder fast nichts, muss man sagen, dabei. Und es gibt eben den Triggerfaktor, nämlich Kopfdrehung dabei. Über 90% der BPLS sind vom horizontalen Bogen gegangen. Die kann man mit dem Dix-Hollpeck-Manöver zunächst mal diagnostizieren und dann entweder mit einem Epley-Manöver therapieren oder mit Simon diagnostizieren und therapieren. Das sind Lagerungsmanöver. Ich denke, die kann man verlinken und dann einfach zeigen, Machen weil das wir. werden wir hier auf unserer Linie, das werden wir gemeinsam nicht hinkriegen hier. Aber Schade, schade. das ist eben der Punkt, von der ersten der Differentialdiagnosen getriggertes episodisches Schwindelsyndrom. So, und das zweite ist eben Orthostase. Ich glaube, das ist was wir in der Notaufnahme zu selten machen, dass wir den Patienten tatsächlich Blutdruck, Herzfrequenz messen. Einmal in der liegenden Position und dann einmal in der stehenden Position, wo wir dann einfach die entsprechenden Blutdruck-Pulsveränderungen monitorisieren und auch natürlich monitorisieren, was der klinische Befund ist, ob ein Patient bei dieser Lageänderung dann diesen entsprechenden Schwindel spürt. Das heißt also, wir haben dieses getriggert, episodisch, und da gucken wir natürlich beim BPLS, hat der die entsprechende Klinik, die typische Klinik, und hat er vor allem einen typischen Nystagmus. Und der typische Nystagmus ist zum nach unten liegenden Ohr mit einer rotatorischen Komponente, mit ein bisschen Latenz einsetzend. Das hört sich jetzt vielleicht für einen Laien erstmal an, oh Gott, was ist das jetzt für ein Nystagmus? Aber wenn du das zwei, dreimal gesehen hast, dann wirst du das wiedererkennen. Zum nach unten liegenden Ohr, damit meinst du aber einen horizontalen Genau. Nystagmus. Genau. Der Patient liegt dann ja quasi auf der Seite oder der Kopf liegt auf der Seite. Genau, okay. Ja.
Und dann machst du eben diese beiden Tests, dann stellst du einfach fest, ja, ist er bei seinem Dix-Hallberg-Manöver, hat er die typische Klinik und hat auch den typischen Nystagmus, klare Kiste, BPLS. Mhm. Die Patienten werden in die HNO disponiert, ja, muss man sagen, ob ambulant oder stationär, hängt so ein bisschen davon ab, was das so für einer ist. Ich sag mal, 80-jährige, tüdelige Omi, die zu Hause keine Lagerungsmanöver machen kann, die muss vielleicht auch mal aufgenommen werden. Die meisten anderen gesunden Leute kannst du einfach mit Instruktionen dann ambulant verbleiben lassen. Mhm. Und bei der Orthostase muss man ehrlicherweise sagen, da haben wir auch nicht, meistens nicht so ganz schrecklich viel zu bieten. Ne? Was kannst du den Leuten empfehlen, dass sie dann langsam aufstehen und so weiter. Also die meisten Medikamente sind ja auch nicht so super gut geeignet, um das wirklich so unter Kontrolle zu bekommen. Meistens kriegen die Leute es aber auch unter Kontrolle. Ich glaube, als praktischen Tipp aus deinen Vorträgen habe ich immer mitgenommen, wenn man diese ganzen Lagerungsmanöver macht, ne, dann kann es ja mal passieren, dass einen das ankotzt, beziehungsweise ich meine der Patient. Ja. Eimerchen ist immer eine gute Idee. Danke. Ich finde, das sind immer die Sachen, die machen es dann nochmal aus. Ja, genau. Okay. Das cool. ist also TEVS. Ne? Mhm. Dann hast du bei den anderen episodischen, dann sind wir jetzt im Bereich spontane episodische vestibuläre Syndrome, das heißt das SEVS. Das ist leider ein bisschen komplizierter, denn darunter verstecken sich eine Handvoll unterschiedlicher Erkrankungsbilder, die diejenigen, die, sag ich mal so, von der Frequenz auch einigermaßen relevant sind, ist einmal Meniere, ja, das ist eine Migräne und das ist eine TIA aus dem hinteren Strohmannbereich, muss man sagen. Ehrlich gesagt, alles nicht häufig, ja, aber die Tier im hinteren Strohmannbereich eben schon potenziell auch gefährlich. Genau. Keine Sache, die man übersehen möchte. Nee. Ne? Also da ist es eher so, dass man so ein bisschen die, so ein bisschen einfach von der Anamnese her versucht herauszuarbeiten, was gibt es irgendwelche Konstellationen an Co-Symptomen, die auf eine dieser Sachen hindeuten. Zum Beispiel, also sage ich mal, auch eine Innenohrsymptomatik bei Meniere, eine Kopfschmerzsymptomatik bei einer Migräne. Und bei der TIA muss man ehrlicherweise sagen, Schwindel, meistens haben die Patienten nicht nur Schwindel, nicht immer, aber meistens haben die Patienten nicht nur Schwindel, sondern auch irgendwelche anderen neurologischen Begleitsymptome dabei. Wenn du das nicht hinkriegst in diesem Bereich, diese Sachen gegeneinander auszuklamüsern, dann hast du eigentlich eine ein ganz gutes Vorgehen, wenn du sagst, ist das jetzt ein kardiovaskulärer Risikopatient oder nicht? Und ich finde es vertretbar zu sagen, der kardiovaskuläre Risikopatient, den nehme ich definitiv auf, der geht in die Neuro, ja, da kriegt es ein komplettes, sag ich mal, Stroke-Workup dabei. Und der wirklich überhaupt kein kardiovaskulärer Risikopatient ist, 30 Jahre alt, ohne Risikofaktoren, ich denke, das kann man ambulant managen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist dann SEVS. Das ist also das, die spontanen, episodischen, die eigentlich im Prinzip weiter differenziert werden über einerseits ja, Co-Symptome und andererseits über kardiovaskuläres Risikoprofil vorhanden, ja, nein. Das ist ja eigentlich eine super Aussage, dass du sagst, also Meniere, Migräne und Tier hinter sich. Das sind die Top 3, muss man sagen. Aber wenn wir in dem Komplex sind und das Risiko ist, das kardiovaskuläre Risiko ist gering, auch dann können wir erstmal durchatmen, ist das Risiko hoch. Dann geht der Patient auch hoch auf die Station. Das heißt also jetzt, dass man all die Patienten, die, wenn sie sich vorstellen, keinen Schwindel haben, sondern das sind die, die das wirklich nur episodisch haben. Und jetzt würden wir gegenüberstellen diejenigen, die reinkommen und einen anhaltenden Schwindel haben. Mhm. Ja, das sind oft die, die den ordentlich heißen Nystagmus haben, wo du schon in die Augen guckst und dir wird selber schwindelig beim Gucken. Mhm. Und die müssen wir genauso wieder aufteilen in diejenigen, die das getriggert haben und diejenigen, die das spontan haben. Kann ich direkt sagen, die das getriggert haben, sehr selten. Die es spontan haben, das ist unsere Kernarbeit. Ja. Machen wir das schnelle weg, die das getriggert haben. Da gibt es zwei T's mal wieder. Toxin und Trauma sind die Gedanken dahinter, ja, als zwei Triggerfaktoren. Also traumatisch im Rahmen von einem Schädel-Hirn-Trauma, zum Teil auch von einem Barotrauma, einem Isolierten, so ein richtig eher in Richtung HNO dann zu disponierende Patienten. Das Barotrauma, sag mal ganz kurz. Knalltrauma. Okay, ja, genau. Mhm. Knalltrauma. Also nicht Knalltrauma, nicht Barotrauma. Genau, nicht der Taucher. Genau. Da habe ich mich blöd ausgedrückt. Genau, Knalltrauma. Ne? Und das zweite ist Toxin, also diejenigen, die das im Rahmen einer Intoxikation haben. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, dass Patienten im Rahmen von irgendwie einer Alkoholintoxikation oder Drogenintoxikation wirklich wilde Nystagmen zum Teil auch haben. Das muss man einfach nur im Hinterkopf haben und ganz selten auch ototoxische Medikationen, die da was machen können, Gentamicin und Ähnliches. Aber das, glaube ich, kann man für den klinischen Alltag ein Stück zurückstellen und seinen Fokus darauf setzen, wirklich diejenigen, die das ohne Triggerfaktor haben, also die ein spontanes, akutes vestibuläres Syndrom, wobei man sagen muss, in dem Fall, das bezieht sich nicht aufs Gleichgewichtsorgan, sondern ist rein deskriptiv, ja, also ein akutes Schwindelsyndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, haben. Mhm.
Und da ist die große Kunst und die große Gefahr, und das ist auch, was immer die große, sagen wir mal, das ist, was die Sorge reflektiert von den meisten Patienten. Oh Gott, kann ich da was übersehen? Da gibt es einen großen Teil der Patienten, die haben einfach eine periphere Ursache, ja, Neuronitis vestibularis oder Neuropathie und so weiter, ein paar andere seltene Ursachen dazu. Dies ist aber im Grunde genommen alles gleich. Aber auf der anderen Seite ZNS-Ursache. Und die auseinander zu klamüsern, das ist dann der wiederum nächste Schritt, ja. Und da hilft uns im Prinzip so ein Fünf-Fragen-System bei. Klingt auch erstmal einfach. Ja, wollen wir durchgehen, die Fragen? Ich bitte darum. Okay. Also die erste Frage ist, muss man sagen, oder die erste Frage oder der erste Punkt, den wir abhaken müssen, ist eine blitzsaubere neurologische Untersuchung. Habt ihr schon mal Videos so gemacht? Ja? Genau. Kann man vielleicht auch einfach in dem Fall nochmal drauf verlinken. Show Notes. Mit den 4 Ds, die ich auch schon mal genannt habe, ja, einen besonderen Fokus darauf zu setzen, die Patienten wirklich von Hacke bis Nacke super neurologisch durchzuuntersuchen. Was ja nicht leicht ist, muss man nicht sagen. Nicht einfach. Üben, ne? Punkt 2 ist leider nochmal Neuro. Ja, Punkt 2 ist nochmal eine dezidierte Fragestellung auf die Geh- und Sitzfähigkeit. Im Grunde genommen ist es so, dass eigentlich von den peripher-vestibulären, die Patienten, die haben zum Teil auch eine erhebliche Gangunsicherheit, die haben einen massiven Schwindel. Aber wenn du die einmal durchs Zimmer schickst, das werden die in der Regel schaffen. Ja? Die kommen von einer Wand bis zur anderen. Sieht nicht schön aus, aber sie kommen an. Ja? Und die können auch hier, so wie wir hier sitzen, sitzen. Die können sitzen auf dem Bett, denen ist kurz elend und so weiter, aber die können sitzen. Wenn es beides oder eins dieser Sachen nicht der Fall ist, wenn einer wirklich den Weg von der einen Wand zur anderen nicht schafft oder der hat eine Rumpfataxie, das heißt, der kann noch nicht mal wirklich gerade auf einer Trage sitzen, das sind für mich Patienten, da gehen bei mir die Alarmglocken an, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das peripher vestibulär zuordnen kann, da würde ich eine Bildgebung haben wollen. Mhm. Und die Schritte 3 bis 5 sind die Elemente von diesem HINZ-XR, ja, von der HINZ-Untersuchung. Puh, genau. Kein Problem, Lars. HINZ-XM. Kannst du es nochmal kurz für die Zuschauer natürlich wiederholen? Ja. Ich weiß, was es ist und trivial. Ja, ganz trivial. HINZ-XM ist im Prinzip eine körperliche Untersuchung, bestehend aus 3 Teilen. Mhm. Ja. HI, Head Impulse Test, oder HIMARGI oder Vestibulo-Okulärer Reflex. N ist für Nystagmus, Charakter des Nystagmus. Und TS ist für Test for Skew Deviation. Daher kommt dieses Akronym HINZ. Okay. HIMARGI, das ist ein einfacher. Sollen wir mal machen? Also erster Teil, vestibulo-okulärer Reflex. Face to face, wir gucken uns an. Ich nehme den Kopf in die Hand. Ne? Du machst den Kopf locker und dein Ziel ist, meine Nasenspitze im Blick zu behalten. Ne? Ich sage dir nicht, in welche Richtung ich den Kopf drehe. Dann mache ich irgendwie eine angetäuschte, kann auch antäuschen. Nee, ich mache einfach eine ganz normale Bewegung um knapp 45 Grad in eine der beiden Richtungen. Du versuchst dabei quasi meine Nase fixiert zu behalten. Und normalerweise, muss man sagen, bist du in der Lage dafür einfach zentralnervös reguliert, einfach meine Nase immer im Blick zu halten, ohne dass irgendwelche Sakkaden oder sonstige oder Rückstellbewegungen passieren. Wenn das nicht der Fall ist, ja, wenn eine Rückstellbewegung passiert, ist das aber bizarrerweise gut, denn das spricht für eine peripher vestibuläre Ursache. Mhm. Zentral vestibuläre Ursachen und normale, gesunde Leute, die haben diese Rückstellbewegung nicht. Sondern der zweite Punkt ist eher ein Nystagmus. Ne? Und da muss man einfach sagen, ein horizontaler Nystagmus, der nur in eine Richtung geht, das ist in Ordnung für eine periphere vestibuläre Ursache. Alles andere, Richtungswechsel oder vertikal, nicht in Ordnung. Okay. Böse. Mhm. Also, ja? Okay, horizontal eine Richtung gut, genau. Nach Richtungswechsel oben oder unten, schlecht. Auch das ist eigentlich ganz sinnvoll. Einfach anders mit dem Vertikalen, das liest man ja immer überall, und mit dem Richtungswechsel gehört man mit dazu. Und das dritte ist eben dieser Test for Skew Deviation, da greife ich dir nochmal schön in dein bärtiges Gesicht und da machst du letztlich nichts anderes als ein okulär immer einen Abdecktest. Ja? Das heißt, du lässt einen Patienten gerade gucken, also die dich anschauen und du machst einen Abdecktest mit deiner Hand. Und wenn dieser Skew Deviation Test pathologisch ist, dann sieht man gelegentlich eben, dass es so eine Achsabweichung, so eine latente Achsabweichung und dann die entsprechende Rückstellbewegung gibt. Ne? Das heißt also, wenn du dann die zweite Hand wegnimmst, dann versucht das Gehirn, Zentralnervensystem eben diese beiden Achsen wieder in Einklang zu bringen. Das ist ein pathologischer Skew Deviation und das darfst du auch nicht haben. Also das spricht auch für zentral. Das abgedeckte Auge bei einem pathologischen Test, das guckt also irgendwo anders hin. Genau, so latent und macht dann so eine Nachstellbewegung in die
in dieselbe Blickachse wieder. Und das ist eben quasi der Kompensationsmechanismus und das ist ein Hinweis dafür, dass vielleicht auch eine latente Okulomotorikstörung, die man auf den ersten Blick so nicht mit sieht, mit dabei ist und das spricht wiederum für eine zentrale Ursache. Mhm. Das heißt also zusammengefasst, wenn du das möchtest, dass jemand eine periphere Ursache hat, also gut, was Gutartiges, ne? Akutes vestibuläres Syndrom von peripherer Ursache, dann muss der einen pathologischen vestibulo-okulären Reflex haben. Mhm. Der darf einen Spontanystagmus haben, der nur in eine Richtung geht, egal wo du den Patienten hingucken lässt und nicht nach oben und nach unten. Und der muss einen normalen Test for skew deviation haben, keine Rückstellbewegung. So, und wenn du diese drei Sachen hast, plus keine Neurologie, plus Patient kann gehen und sitzen und alle diese fünf Fragen mit Ja beantwortest, ist das für mich klare Kiste für eine peripher vestibuläre Ursache. Wenn du nur eine dieser fünf Sachen nicht mit Ja beantwortest, dann geht es Richtung Zentralnervus und dann braucht man ein Bild. Finde ich, macht total Sinn. Super erklärt. Und dann kommt der Punkt Bildgebung. Du, Lars, da machen wir doch, also ich meine, Schädelröntgen vielleicht nicht, da machen wir doch Schädelröntgen. Mal. Schädelröntgen. Doch, der Schädel, ich würde Schädelröntgen empfehlen. Da machen wir doch Next Level Shit CCT. Ja, CCT ist mit der Betonung auf Shit, muss man sagen, in diesem Zusammenhang, denn das bringt es gar nicht, ne? Muss man sagen. Also ich glaube, der gelebte Alltag ist, dass in den Notaufnahmen massig CCTs gemacht werden für Schwindelpatienten und das bringt gar nichts. Ne? Ich meine, was kannst du da ausschließen? Du kannst im Grunde genommen eine Blutung ausschließen. So, ne? Ja, aber eine Blutung alleine, nur mit Schwindel, also ist jetzt nicht gerade häufig, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Und diese Untersuchungsgänge und diese Gedankengänge, die wir gerade besprochen haben, die gilt es halt als erstes mal abzuarbeiten. Und da muss man sagen, gelebter Alltag würde ich sagen, 50% der Patienten mit Schwindel kriegen in der Notaufnahme ein CCT. Und wie sollte es wirklich sein? Ich würde mal sagen, 90 sollten gar nichts bekommen und 10 brauchen leider ein MRT. Mhm. Ja, also CCT ist... Also klares Statement, Schwindel und CCT, das ist keine sinnvolle Kombi. Also es sei denn, du hast explizit die Frage, ob es wirklich eine Blutung ist, aber ansonsten ist es keine sinnvolle Kombi. Ne? Das finde ich ist ein super Statement für den Strahlenschutz, ehrlich gesagt. Ja, die Message ist mehr MRTs, nicht viele, aber mehr. Für ein paar mehr MRTs und keine CTs mehr. Und besser untersuchen. Ne? Und besser untersuchen. Gut neurologisch untersuchen, das ist einfach der Punkt. Ne? Ich habe es in Teil 1 schon mal gesagt, aber möchte es gerne mal wiederholen. Bei notfallmedizinkurs.de, da findet man dich, mich und auch den Martin. Und für alle Zuschauer, denen das gefallen hat, schaut mal bei den Kurskonzepten von Lars vorbei. Unbedingt bitte teilen und liken, den YouTube-Channel aktivieren und abonnieren. Und bei Fragen und Anregungen bitte mal gerne an uns. Vielen, vielen Dank. Alles und klar. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.